Abstimmung. Yay. Albern. Was sollen das überhaupt für Kügelchen sein? Das habe ich mich schon immer gefragt. Und apropos albern. Das Hütchen? Hey, ich bin der Einzige, der hier keine Kopfbedeckung trägt. Selbst du hast neuerdings eine Mütze auf. Was soll ich denn machen? Irgendwann lässt die natürliche Kopfbedeckung halt nun mal nach. Ja, und außerdem, es ist Fasnacht. Was machst du hier? Ach, du meinst, dass ich ein Kostüm anziehen soll und so tun soll, als wäre ich jemand anders? Oder mir einen falschen Bart ankleben? Oder so eine alberne Gummimaske überziehen, ja? Ach komm, hast du dich zur Fasnacht nie verkleidet? Auch früher nicht? Doch, früher schon. Na also, als was denn? Als Robin Hood, als Musketier, als Superman. Oh. Erkenne ich da ein Muster? Was? Es sind alles Helden. Robin Hood, der es den Reichen nimmt, um es den Armen zu geben. Oder die Musketiere, einer für alle und alle für einen. Und dem Dutzend alles billiger. Und dann Superman. Der Superhelden-Archetyp schlechthin. Mal ganz ehrlich, hast du ein Faible für Superhelden? Es kommt drauf an. Worauf? Superman, unser Lieblingskryptonier, also der einzige Überlebende der Explosion des Planeten Krypton. Ja, wenn man von seiner Cousine Supergirl absieht. Und seinem Superhund. Ja, und ach, nicht zu vergessen, die Bewohner der Stadt Kandor, die bei der Explosion ins Weltall geschleudert wurde und die alle irgendwie auf irgendeine Weise, die ich jetzt nicht gerade nachvollziehen kann, überlebt haben. Ja, aber ansonsten, ach doch, das sind noch die Verbrecher, die in der Phantomzone verbannt worden sind. Also dafür, dass der ganze Planet in die Luft geflogen ist, haben eine Menge Kryptonier eigentlich überlebt. Ja, aber Superman ist eben Superman. Er war noch ein Baby, als Krypton explodiert ist und seine Eltern haben ihn in eine Rakete gesetzt und vor der Explosion ins All geschossen. So landete er auf der Erde und zwar genau in der Nähe des kinderlosen Ehepaars Kent. Die nahmen den Weltallfindling bei sich auf und erzogen ihn als ihren Sohn Clark. Dann stellten sie fest, dass Clark als Außerirdischer auf der Erde gewisse Superkräfte erhalten hat. Das hat einerseits etwas damit zu tun, dass Krypton viel größer ist als die Erde und deswegen eine sehr viel höhere Schwerkraft hat, und andererseits mit der Strahlung der Sonne, um die die Erde kreist. Die ist nämlich eine gelbe Sonne, während die Sonne von Krypton rot ist. Superman kann enorm weit und hoch springen, er kann unglaubliche Gewichte stemmen, er kann ganze Wälder umpusten, er kann schneller als eine Pistolenkugel laufen, er kann mit seinem Röntgenblick durch Hindernisse hindurchschauen, er kann mit seinem Teleskopblick auf ferne Welten schauen, er kann mit seinem Mikroskopblick mikroskopisch kleine Lebensformen sehen, er kann mit seinem Hitzeblick Metall schmelzen. Stopp, 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 Moment, 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 stopp, nein, 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 nein. So funktioniert Mutter Natur nicht.
Der Mensch, der schickt doch keine Blicke aus seinen Augen. Physikalisch funktioniert das so, dass das Licht auf einen Gegenstand fällt und das Licht wird reflektiert und geht in meine Augen rein und das Bild wird in meinem Gehirn zusammengesetzt. Also nichts mit Blicken. Und wenn der muskelbepackte Superman seine Muskeln daher hat, dass die Schwerkraft auf seinem Heimatplaneten höher ist als auf der Erde, dann müssten seine Muskeln auf der Erde doch atrophieren, genauso wie bei den Astronauten, die in den Weltraum gehen, oder? Ja. Superheldenwissenschaft war eben noch nie exakt. Die Erklärungen waren gern mal etwas hanebüchen, warum irgendwas wie ist. Aber das mit den Blicken, das hat man später mal versucht, etwas genauer zu erklären. Da gibt's nämlich eine Geschichte, wo nochmal die Herkunft von Superman genauer beleuchtet wird. Und als ihm klar wird, dass er eine Doppelidentität braucht, also einerseits Superman, der mit seinen Superkräften Heldentaten vollbringt und andererseits der unscheinbare Clark Kent, da beschließt er, als Clark Kent eine Brille zu tragen. Ja, ich weiß, das ist nicht unbedingt die beste Tarnung, aber das war halt nun mal so. Und als er die Brille dann aufsetzt, da schmelzen die Gläser weg. Das heißt, es wird angedeutet, dass von seinen Augen sowieso irgendwie eine Art Wärmestrahlung ausgeht. Superman muss sich Brillengläser aus den Cockpitscheiben der Raumsonde, mit der er vom Planeten Krypton gekommen ist, herstellen. Und die Superheldengeschichten von damals waren voll so fantastischen Zeugs. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Einer der Bösewichte, mit denen Superman im Verlauf seiner Karriere zu tun bekommt, ist der sogenannte Spielzeugbastler, der, naja, Spielzeuge bastelt. Allerdings keine gewöhnlichen, sondern üble. Superman kann den Bastler ins Gefängnis bringen, doch dort heckt er seinen neuesten Plan aus. Mittels eines Spielzeugs vereitelt er einen Ausbruch von anderen Gefangenen und bekommt dafür seine Strafe erlassen. Er wird also aus dem Gefängnis entlassen. Der Bastler behauptet, er sei geläutert, er will nur noch Spielzeuge für die Kinder herstellen und das tut er auch, aber oh Mann, was das für Spielzeug ist. Es sind lauter kleine Superman-Puppen, die irgendwelche Supertaten vollbringen. Und auf einmal beginnt Superman, das nachzumachen, was die kleinen Spielzeugpuppen vormachen. Der Bastler hat einen ganz großen Coup vor. Er will mithilfe seiner Spielzeuge Superman steuern, um einen Eisenbahnraub zu begehen. Die Auflösung des Ganzen ist aber was völlig anderes. Superman ist nämlich gar nicht in der Stadt und der vermeintliche Superman, der die Kunststückchen der Superman-Spielzeuge nachahmt, das ist in Wahrheit ein Roboter, den der Bastler hergestellt hat. Und nun muss man sich Folgendes vor Augen halten. Diese Geschichte wurde 1968 geschrieben. Das heißt, noch ein Jahr bevor die Menschen überhaupt auf dem Mond gelandet sind. Und in dieser Geschichte taucht ein Spielzeugbastler auf, der in der Lage ist, einen lebensgroßen Superman-Roboter herzustellen, der von außen so täuschend echt aussieht, dass ihn jeder für den echten Superman hält. Und nicht nur das, dieser Roboter ist ja auch in der Lage, die super Kunststücke von Superman zu vollbringen. Also er hat richtige Superkräfte, er kann sogar fliegen. Und da möchte ich gerne sehen, wie das jemand mit der Technik von 1968 vollbringen kann. Man, allein der Computer, der in diesem Roboter drin steckt, um den Roboter zu steuern, auf dem Bild sehen wir ja sogar, dass der mit Magnetbändern betrieben wird. Aber allein dieser Computer wäre ja riesengroß gewesen. Nehmen wir eine weitere Geschichte. In ihr Lex Luthor, der Erzfeind von Superman. Was hat der teuflische Widersacher sich ausgedacht? Er ist zum Kryptonitmann geworden. Er hat sich ein Serum gespritzt und jetzt fließt Kryptonit durch seine Adern. Kryptonit gibt eine spezielle Art von radioaktiver Strahlung ab, die für Menschen von der Erde ungefährlich ist, aber für Superman umso fataler. Das heißt, Superman kann Lex Luthor jetzt nicht mehr angreifen. Doch Superman ergreift Gegenmaßnahmen. Er zieht einen Bleianzug an, damit ihm die Strahlung nichts anhaben kann. Naja, damit hat Luthor natürlich gerechnet. Er aktiviert einen Satelliten und, hast du nicht gesehen, verwandelt sich alles Blei auf der Erde in Glas. Darunter natürlich auch Supermans Bleiwrack. Damit ist er der Strahlung wieder hilflos ausgesetzt.
Der weitere Verlauf der Geschichte ist jetzt hier gerade nicht für Belang. Es geht mir mehr um eins. Die Geschichte stammt aus dem Jahr 1967. Lex Luthor ist 1967 in der Lage, einen Satelliten zu konstruieren, der die Erde mit Strahlen beschießt, die dazu führt, dass sich sämtliches Blei des Planeten in Glas verwandelt. Oder denken wir nur an die Erlebnisse mit dem Wesen aus der fünften Dimension. Sein Name ist... Manu, der kleine Patrick... Enigma, Manu, der kleine Patrick, Manu. Das... egal. Diese teils recht durchgeknallten Geschichten waren der eine Grund, warum man befürchtete, die Jugend könnte durch die Comics einen schlechten Einfluss bekommen. Der andere Grund war die Sprache. Die Comics kamen aus Amerika und Englisch ist unter Umständen nun mal eine sehr kurze Sprache. Dadurch war man gezwungen, weil der Platz in den Sprechblasen nun mal beschränkt war, das Deutsch etwas zu, naja, sagen wir, zu beschneiden. Man ließ Worte aus Sätzen weg, die nicht unbedingt vonnöten waren, um den Satz zu verstehen, aber die natürlich, wenn man sich besser ausdrücken wollte, im Satz hätten drinbleiben sollen. Nehmen wir mal diese Zeichnung hier. Terra Man sagt zu Superman: "Bin zu schnell für dich, Superman", anstatt "Ich bin zu schnell für dich". Oder hier, die Frage "Und was ist mit Jason passiert?" wird beantwortet mit "Macht gerade eine Europareise", anstatt "Er oder der macht gerade eine Europareise". Es gab tatsächlich die Befürchtung, dass wegen der Comics die Jugend nicht mehr würde richtig sprechen können. Ich möchte mal behaupten, ja, aus heutiger Sicht wirkt das Ganze natürlich schon etwas merkwürdig, gerade was so die Handlungen betrifft. Aber, wie ich auch schon betont habe, es ist extrem fantasiereich. Die Helden von damals, Superman, Batman und wie sie alle heißen, die mussten sich richtig was einfallen lassen, um ihre Gegner zur Strecke zu bringen. Und sie verhielten sich dabei wie richtige Helden, eben selbstlos und immer im Einsatz für das Gute. Und dass die Jugend trotzdem das Denken nicht einstellte, das zeigt als Beispiel dieser Leserbrief eines aufgepasst weiblichen Superheldenfans. Sie fragt nämlich, warum hat Batgirl so irrsinnig hohe Absätze? Und ist es nicht unpraktisch, bei den Einsätzen mit so Schuhen rumzuspringen? Da hat die Leserin ja durchaus recht. Wir sehen also, der Jugend von damals ist nichts passiert. Aber zu meinem persönlichen Bedauern ist den Superhelden etwas passiert. Und was hältst du von den Superheldengeschichten von heute? Fällt dir ein Unterschied auf? Das Modernere finde ich ein bisschen gruseliger. Sehen wir uns gerade nochmal im Schnelldurchlauf und im Groben die Handlungen verschiedener Comics von früher an. Der Spielzeugbastler will einen Geldraub begehen. Lex Luthor will als Kryptonitmann Superman besiegen. Mixit Sipple Sibble oder wie der heißt, will Superboy einen Streich spielen. Terra Man entführt Supermans Freunde und veranstaltet einen Wettkampf um deren Leben. Superman und Batman müssen gegen dämonische Kinder vorgehen, die ein ganzes schottisches Dorf terrorisieren. Superman glaubt, dass er mit einem tödlichen kryptonischen Virus infiziert ist und möchte noch schnell ein paar große Taten vollbringen, damit nach seinem Ableben die Erde friedlich weiterleben kann. Bruce Wayne findet das Bat-Symbol in einer Schatulle von 1862 und will der Sache auf den Grund gehen. Dazu lässt er sich hypnotisieren und geht so auf eine Zeitreise. Auf einem Polizeiball wird ein Double von Batman erschossen und Batman muss nun den Mörder finden, bevor er ihn findet. Superman kehrt für einen Besuch in seine Heimatstadt Smallville zurück und stellt fest, dass diese jahrelang seit seinem Weggang wie eine Insel der Seligen gelebt hat, wo es keinerlei Verbrechen gibt, denn es gibt einen geheimen Wächter. Lois Lane möchte, unterstützt von Superman, hinter das Geheimnis eines Todeskults kommen. Und was haben all diese Geschichten gemeinsam?
Es sind Dramen, aber es sind kleinere, alltäglichere Dramen. Teilweise handeln sie von persönlichen Dilemmas, von persönlichen Geschichten, von einer persönlichen Charakterentwicklung oder es sind Kriminalfälle, bei denen die Helden beweisen müssen, dass sie nicht nur Superkräfte haben, sondern auch ein Superhirn. Irgendwie scheint das ein bisschen aus dem Fokus geraten zu sein, denn die Superheldengeschichten von heute, die müssen alle irgendwie epische Breite beweisen. Tod, Chaos und Zerstörung scheinen das Leitmotiv zu sein. Und entsprechend aufgeblasen muss auch die Bedrohung sein. Kämpfte Superman auch mal einfach nur in Anführungszeichen um das Leben seiner Freunde? Oder klärte Batman auch einfach mal nur in Anführungszeichen einen Mord auf? So muss es mittlerweile mindestens um das Schicksal der Erde gehen, wenn nicht gar um das Schicksal der ganzen Galaxis oder mehrere Galaxien oder gar um das Schicksal des gesamten Universums. Und auch scheint ein Held heutzutage nicht mal mehr ein Held sein zu dürfen, ohne irgendwie psychisch gebrochen zu sein. Klar, Batman ist der Archetyp des gebrochenen Helden. Seine Eltern wurden ermordet und das ist seine Motivation, Verbrecher zu jagen. Aber in dem Film Man of Steel versucht man, so eine Geschichte ja selbst Superman in die Schuhe zu drücken. Dabei ist Superman der Archetyp des positiv motivierten Superhelden. Er ist sich seiner Überlegenheit durch seine Superkräfte gegenüber allen anderen Bewohnern der Erde sehr wohl bewusst und er empfindet es als Verantwortung, diese zum Wohl der Menschheit einzusetzen. Reicht das nicht als Motivation? Klar ist jede Mythologie ein Produkt ihrer Zeit und wir leben in relativ unsicheren Zeiten, was so die Gesamtlage betrifft. Aber sollten Mythologien uns nicht auch einen Ausblick auf etwas Besseres geben? Sind Helden nicht diejenigen, die über alle anderen hinauswachsen, die ein leuchtendes Vorbild sein können? Ein Vorbild, das wir, die Normalsterblichen, zwar nie erreichen können, aber nach dem wir streben können. Brauchen wir in den Zeiten, wo jeder Angst vor der Dunkelheit und dem Chaos hat, Geschichten, die uns von der Dunkelheit und dem Chaos erzählen? Und damit meine ich die nicht enden wollende Dunkelheit, denn es geht ja weiter und weiter und weiter. Auf jeden großen epischen Konflikt folgt ein weiterer großer epischer Konflikt. Wann entwickelt sich die Situation weiter zum Besseren und wie? Helden sollten darauf eine Antwort haben und sei es nur im Rahmen ihrer Geschichte. Aber ganz ehrlich, das sehe ich nicht. Das ist der Grund, warum ich mir bisher keine der neuen Verfilmungen angesehen habe. Sie reizen mich einfach nicht. Vielleicht bin ich altmodisch, aber ich vermisse die alltäglichen Geschichten, in denen es um Dinge geht, bei denen nicht gleich das ganze Universum auf dem Spiel steht. Die Superhelden sind sowieso übermenschlich, aber durch solche Geschichten werden sie ihrer Menschlichkeit noch weiter entrückt. Es gibt ein paar Filme, auf die ich mich 2015 richtig freue. Jurassic World, James Bond und natürlich Star Wars. Aber die Superhelden-Comics oder Verfilmungen, die gehören da nicht dazu.